zurückkommen. Jo Freunde, was geht ab? Neue Woche, neues Video. Dieses Mal mit Richtig oder Faust. Ich hoffe, ihr versteht mich wegen dem Wind. Mit dabei diesmal Maike. Und auch wieder Luki. Luki. Acht Schätzfragen. Und ja, wir machen das so, wer am weitesten natürlich weg ist, bekommt die Faust von dem, der am nächsten dran ist. So, es geht los. Frage Nummer 1. In welchem Jahr erschien die erste Western-Filmgeschichte? Western-Filmgeschichte? In welchem Jahr? Genau. 3, 2, 1. Antwort bitte. 1940. 1805. Es war 1903. Was hast du? 16. Boah, Kumpi kriegt von mir. Geil. Wir steigern uns langsam, würde ich sagen, aber trotzdem ein bisschen warm machen. Ich mache mich warm mit Tricks. Zeit, 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 Zeit. War stabil? War schon stabil. Okay, nächste Frage. Welche Höhe ergäbe ein Stück Normalpapier, also ein ganz normales Blatt, wenn man es 20 Mal falten würde? Antwort in Metern bitte, um es ein bisschen leichter zu machen. In Metern, ja. Also ein DIN A4 Blatt, ja? Genau, ja, ein ganz normales Blatt Papier. Okay. Reguläres. 20 Mal. 20 Mal. Genau. Antwort in Metern. In Metern. So, 3, 2, 1, 0. Ist eine 5, aber okay, Mann. 2,50 Meter. Okay, Antwort 0, laut diesem 0,001. Buch. Wenn man das. Okay, also. Die Antwort wäre 104 Meter. Was? Du Gauner, ich mag deinen Humor. So. Jetzt hat gut. Erst so und dann. Okay, weiter geht's. Hier deine Dinger. Ich hab sogar noch die Rippen geprellt. Warum überhaupt? Es tut noch mehr weh. Hast du geprügelt? Wir haben Wrestling gemacht, also Ring. Und dann hat der eine mich so gedrückt, aber richtig. So, nächste Frage oder was? Ehrlich. Frage Nummer 3. Okay. Wie viele Gegner bezwang Manfred von Richthofen, der Rote Baron, im Luftkampf insgesamt? Boah, wie viele Gegner der bezwang? 3, 2, 1, Antwort? 250. Ja. Ich auch. Schon okay. Ja komm, wir machen jetzt zu dritt Schnack Schnuck und dann, wenn der Verlierer bleibt bei der Antwort, Schnick, Schnack, Schnuck. Aber was ist das jetzt? Neue Frage. Es wäre auch übrigens 80 gewesen. Ich wollte erst 100 machen. Jeder macht 2. Ja. So. Also dann die richtige Frage Nummer 3. Wie viele Haare hat eine europäische Frau im Durchschnitt? Wie viele Haare? Genau. Überall am ganzen Körper? Ja, wie viele Haare die hat, ne? Also. Okay. Barthaare? Durchschnittlich. Europäische Frauen am Barthaare. Das sind schon mal. Ach, du hast ja überall Haare, oder nicht? Ja. Also, zähl runter. 3, 2, 1, Antwort bitte. 700.000. 700.000? 3.500, 2 Millionen. Die Antwort wäre laut Buch 120.000. Echt? 2 Millionen. Ach so, ja, richtig, genau. Hau rein! Dritte Frage, ne? Genau, das war die dritte Frage. Das war aber hier unten, Alter. Aber auch brennt gut, Alter. Ja, also das ist auch schon. Das sieht vielleicht nicht so stark aus, aber es tut wirklich weh. Ja. Oh, es hat sogar ein bisschen am Handgelenk weh. Okay, jetzt so, Frage 4, ne? Nächste Frage, Frage Nummer 4. Wann starb der berühmte Pirat Blackbeard? Kenn ich nicht, Alter. Ja, dann raten. Piraten, wann waren Piraten aktuell und berühmt? 3, 2,
1-0. 1669. 1450. 1790. Okay, die Antwort ist im Jahre 1718. Alter. Boah. Du ihn. Ey, das ist alles zu spät, ey. Ohne Scheiß. Okay. Und. Hört ihr zu? Ja, ja, ja. Also wie viele Fußbälle passen auf ein Fußballfeld? 105 Meter mal 68 Meter, ohne dass man sie übereinander stapelt. Guck mal, steht sogar als Titel auf dem Buch und ich habe es gerade schon mal. Ich bleibe so. Bei meiner Antwort, was ich gerade schon gesagt habe. Ja, das ist auch Frage Nummer 2 aus dem Buch. Einfach. 3, 2, 1, Antworten bitte. 270.000. Ach, 50.000. 50.000. Pass auf, ihr beide Schnuck. Und der Gewinner davon darf entscheiden, ob der Gewinner höher oder runter mit seiner Antwort geht. Um 1. Ja, es sollte Papier sein. Ich habe Kreide. So, ich denke mir, was ist das denn? Okay, Papier, das heißt, du hast gewonnen. Du darfst entscheiden, ob du hoch oder runter gehst mit deiner Antwort. Um eine Zahl. Ja, ich gehe einen hoch. Was hast du dann? 50.001. Was hast du? 50.000 und ich habe 270.000. Die Antwort ist 147.393 Bälle. Ach, nee, du bist doch weit weg. Ach, Scheiße, Alter. Wollt er uns flachsen, Digga? Ja. Der wollte schummeln. Okay, so, warte, hier ist mein Solarplexus, hier nicht. Okay, okay. Boah! Wie hoch ist der höchste Berg auf dem Mars? Der höchste Berg auf dem Mars? Hey, eigentlich können die das doch gar nicht wissen, oder? In Meter? Nein, 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 das, ja... Meter, Kilometer ist ja eigentlich ziemlich... Relativ. Wie hoch der höchste Berg auf dem Mars ist. Genau. 3, 2, 1. Antworten bitte. 4000. 4000 Meter, Digga. 5 Meter. Okay. Dann machen wir einen Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Was ist das? Hier. Okay, dann darfst du entscheiden. Ich gehe einen runter. Also 3,9. Ja. 3,999. Ich 4000 und du? 5 Meter. Der ist doch schon 5 Meter. So, die Antwort wäre circa 21,3 Kilometer bis zur Gipfelhöhe. Oh, Kilometer. Das heißt, du darfst gut aus. Das ist mit 4 Meter. Stimmt. Boah, geil, Michael. Zieh dich schon mal warm an jetzt. Stell dich gerade hin, weil ich mache einen Haken. Sonst geht er in deine geprellten Rippen. Ja. Okay. Warte, mach so, so. Wäre ich mal einen hochgegangen. War der gut? Boah, aber volles Pfund da drauf. Jetzt sind die gebrochen, nicht mehr geprellt, gebrochen. Nächste Frage. Wie viele Menschen kamen beim Bau des Panama-Kanals von 1881 bis 1914 ums Leben? Das sind so Fragen, da kann man eigentlich nur raten. Ich habe noch nie von einem Panama-Kanal gehört. Also das ist sich noch eine sehr wichtige Handels... Aber guck mal, das ist doch, was man hier lernen kann bei diesen Videos, oder? Ja, eigentlich schon. Okay. Ja gut, 3, 2, 1 und 0. Antwort bitte. 369. 100. So, die Antwort ist 28.000 Menschen. Junge! Oh, Kumpi darf ihn boxen. Unglaublich! Warum sind denn so viele da gestorben? Es ist in Panama und ich glaube, da sind die Arbeitsbedingungen nicht so. Stimmt, eingestürzt. Wenn ihr euch fragt, warum sein T-Shirt so voll Matsche ist, ne? Der hat ein paar Eier abgekriegt heute. Eier-Challenge. Unbedingt reinziehen, Leute. Und abonnieren nicht vergessen! Ah! Oh! Wieder Seite, ne? Ja, Seite. Oh, Scheiße. Letzte Frage, oder? Last question. So. Hau bei, ne, die Frage ist zu krank, Mann. Ich darf Raymond einhauen. Okay.
Okay. Die hatten wir alle schon, ne? Ja, das Buch, ich glaube, das können wir nicht mehr nutzen jetzt in Zukunft. Eye of a Tiger. Na komm, jetzt machen wir mal was ganz. Okay. Wie viele Menschen heißen mit Nachnamen Chang? Chang. Chang. C-H-A-N-G. Ah, nee, ja, Chang. Duang. Er sagt immer, du Ascheloch. Richtig geil. Du Ascheloch. Okay, Countdown. Was nochmal? Drei. Frage, ja, okay, Frage nochmal. Ja, also, wie viele Menschen heißen mit dem Nachnamen Chang? Chang. Drei, zwei, eins und null. 1,2 Millionen. 1000. Ich habe 600.000. Die Antwort wäre 100 Millionen circa. Weißt du warum? China ist so überbevölkert. Ist ein chinesischer Name, habe ich jetzt gedacht. Ach, unglaublich. Ja, ich bin raus. Ich wollte auch schon Boxhandschuhe anziehen. Okay. Ich mach auf die Hand, dass ich nicht da treffe. Und mach ruhig so einen Plexus oder so. Okay. Ja. Letzte Frage, ist dir bewusst, ne? Soll ich durchziehen? Ja, es war die letzte. Ich muss eigentlich, ich muss durchziehen. Direkt auf meine Hand! Oh! Sorry, Michael. Komm, ich helfe dir auch. Los das Spiel, los der Fall. Okay. Ja, das war's mit dem Video für die Woche. Richtig oder faust, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, nicht mein Problem. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und bis zur nächsten Woche. Peace.